Mit der Hirsch-Apotheke in Frankfurt legt Eduard Fresenius 1912 den Grundstein für den heute weltweit agierenden Gesundheitskonzern. Den Visionen des Firmengründers folgend, verpflichtet sich Fresenius seit 100 Jahren, die Lebensqualität kranker Menschen fortlaufend zu verbessern. Der Mensch und seine Gesundheit stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten. So auch im Zentrum der festlichen Gala zum 100-jährigen Jubiläum. Denn rund um die Welt tut Fresenius Gutes. Ein Filmteam begibt sich auf die Reise. 40.000 Kilometer, 4 Kontinente. Und kehrt mit berührenden Geschichten und ihren Menschen am Tag der Gala in die Festhalle Frankfurt zurück. Dort laufen die Vorbereitungen für 1.200 Jubiläumsgäste auf Hochtouren. Der Saal für den Festakt. Auch hier steht der Mensch im Mittelpunkt. In einer Raumellipse bestehend aus 180 Metern Projektionsfläche, bestückt mit einem 3D-Soundsystem mit 200 Lautsprechern, werden alle Sinne angesprochen. Die Gala beginnt. Zum Auftakt des Abends gehen die Gäste auf eine Reise durch die Medizingeschichte. 500 Jahre zurück in die Zukunft. Bild und Musik in 360 Grad. Die Studioaufnahme der Komposition wird über 60 Spuren direkt auf den Festsaal abgemischt. Im Zusammenspiel mit dem Live-Orchester lässt das den Gast in revolutionäre Klangwelten eintauchen. Forward Thinking Healthcare als sinnliches Erlebnis. In Deutschland zu Hause. Global präsent, international aktiv. In diesem Sinne begrüßt Fresenius Menschen aus 4 Kontinenten zum Dialog. Durch ihre bewegenden Geschichten erfahren die Gäste hautnah, wie Fresenius Lebensqualität auf der ganzen Welt verbessert. Fresenius. Seit 100 Jahren im Dienste der Menschen.